Hast du jemals über deine Gene nachgedacht und wie sie deine Gesundheit beeinflussen können? Hast du jemals gedacht, dass du aufgrund deiner Gene ein höheres Risiko für bestimmte Gesundheitsprobleme haben könntest? Es stellt sich heraus, dass viele Krankheiten mit unseren Genen verbunden sein können. Der DNA-Test für Actionable Diseases ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das denen, die herausfinden möchten, für welche Krankheiten sie am anfälligsten sind, helfen kann. Möchtest du es nicht auch lieber frühzeitig wissen? Aber wie funktioniert dieser DNA-Test? Das American College of Medical Genetics ist eine Organisation, die aus Gesundheitsfachleuten besteht, die sich auf das Verständnis von Genen und deren Einfluss auf die Gesundheit konzentrieren. Diese Organisation hat Richtlinien festgelegt, die genetische Varianten identifizieren, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, eine bestimmte genetische Störung zu verursachen oder dazu beizutragen. Mit dem DNA-Test für handlungsfähige Krankheiten wird festgestellt, ob eine dieser genetischen Varianten in ihrer DNA vorhanden ist. Der DNA-Test für handlungsrelevante Krankheiten ist in 3 Gruppen unterteilt: Krankheiten, die das Krebsrisiko erhöhen können, Krankheiten, die das Risiko für Herz-Kreislauf-Probleme erhöhen können, und andere Arten von Krankheiten. Lassen wir uns die erste Gruppe genauer anschauen. Unser Körper verfügt über Mechanismen, die sicherstellen, dass sich die Zelle nicht zu schnell teilt. Das Problem entsteht, wenn diese Mechanismen nicht funktionieren. In diesem DNA-Test analysieren wir das Vorhandensein von Varianten in Genen, die, wenn sie mutiert sind, diese Mechanismen, die die Zellteilung kontrollieren, stören. Und es besteht ein höheres Risiko, dass Zellen unkontrolliert zu wachsen beginnen und zur Bildung von Tumoren und bestimmten Krebsarten führen. Einige Beispiele sind Retinoblastom, verursacht durch eine Mutation im RB1-Gen, von Hippel-Lindau-Syndrom, verursacht durch eine Mutation im VHL-Gen Juveniles Polyposis-Syndrom, das durch eine Mutation in den SMRD4 oder BMPR1A-Gen verursacht werden kann. Multiple Endokrine. Neoplasie-Syndrom Typ 1, verursacht durch eine Mutation im MEN1-Gen und vieles mehr, die das Risiko für Herz-Kreislauf-Probleme erhöhen können, analysieren wir das Vorhandensein von Varianten in Genen, die bekannt sind. Die Entwicklung von arrhythmogener rechtsventrikulärer Kardiomyopathie, Brugada-Syndrom, Long-QT-Syndrom und Lois-Dietz-Syndrom zu beeinflussen. Dies sind verschiedene Arten von herzbezogenen Problemen. Die Folgen dieser Herz-Kreislauf-Erkrankungen können von unregelmäßigen Herzschlägen bis zu lebensbedrohlichen Ereignissen wie plötzlichem Herzstillstand reichen. Wenn du weißt, dass du aufgrund genetischer Faktoren ein erhöhtes Risiko hast, ermöglicht dies eine frühe Erkennung und proaktives Management. Kannst du in diesem DNA-Test auch herausfinden, ob du ein erhöhtes Risiko hast, andere Krankheiten wie maligne Hyperthermie, eine seltene, aber potenziell lebensbedrohliche Reaktion auf bestimmte Medikamente, die während der Anästhesie verwendet werden, zu entwickeln. Das Marfan-Syndrom, eine genetische Erkrankung, die das Bindegewebe betrifft, vor allem im Herzen, den Augen und dem Skelettsystem. Ornithin-Transcarbamylase-Mangel, OTC-Mangel, eine seltene Stoffwechselstörung, die die Fähigkeit des Körpers beeinträchtigt, Ammoniak zu verarbeiten. Fabry-Krankheit, eine erbliche Erkrankung, die verschiedene Organe betrifft, einschließlich der Nieren und des Herzens. Und mehr.